das war nicht ich. Das war ein echt Professor Nase. Habe ich nicht recht? Komm, flieg eine Runde. Ach, zum Glück hat er nichts kaputt gemacht. Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier zu Easy Game. Das ist ein Spiel, das heißt einfach nur leichtes Spiel. Werden wir in diesem Spiel ein leichtes Spiel haben oder nicht? Das hier wird wahrscheinlich wieder eine kleine Rätselrunde werden. Dementsprechend schauen wir mal rein und gucken, was ist leichter. Oh nein! Okay, was ist leichter? Ist etwa eine Wassermelone leichter mit drei Ballons dran oder ist ein Apfel leichter? Ich denke, ein Apfel ist leichter. Nein! Ja doch! Nein? Dann die Ballons. Aha! Ah ja! Wir mussten die Ballons platzen lassen und dadurch ist nun der Apfel leichter. Okay, einfach. Gefällt Ihnen Easy Game? Nein! Okay, nächstes Level. So, setze einen Hund zusammen. Oh Junge, Alter. Das hier kommt dahin. Dann das hier ist das Mittelteil. Dann haben wir hier wahrscheinlich den Po. Dann ist hinten hier der Schwanz. Dann haben wir hier vorne die Dings da. Dann haben wir hier vorne die Schnauze. Und dann hier dieses Ding da. Da, 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 da. Yeah! Einfach. Herzlichen Glückwunsch. Warum läuft keine Musik mehr? Die läuft ja voll kurz. Ich wollte noch ein bisschen Party machen. Ach, nächstes Level. Welcher der Planeten ist der größte? Der Saturn. Nein. Der Neptun. Oh, bin mir nicht ganz sicher, ob es Neptun... Jupiter! Jupiter war das, Jupiter. Neptun ist, glaube ich, anders. War der nicht blau? Ich weiß, ich bin schlecht in Astrophysik. Ich denke nicht mal, dass das Astrophysik ist. Das, ihr solltet... Hört auf, mir zuzuhören, okay? Nächstes Level. Das Haus hat vier Stockwerke. Je höher das Stockwerk ist, desto mehr Bewohner leben dort. Zu welchem Stockwerk fährt der Aufzug am häufigsten? Das heißt, je höher das Stockwerk ist, desto mehr Bewohner leben dort. Na, der vierte dann. Der vierte. Der vierte. Der vierte. Der vierte. Nein? Warum nicht? Das Haus hat vier Stockwerke. Eins, zwei, drei, vier. Je höher das Stockwerk ist, desto mehr Bewohner leben dort. Also vier, also leben dort am meisten. Zu welchem Stockwerk fährt der Aufzug am häufigsten? Der hier? Ich weiß es gar nicht. Da ist ein Baum. Hier muss man irgendwas drücken. Zum ersten, weil er immer beim ersten vorbeikommt. Der fährt ja immer wieder runter. Egal, wohin der Aufzug fährt, er wird immer runterfahren. Deswegen ist der erste Stock, der ist das Stockwerk, wo am meisten immer der Aufzug hinfahren wird. Nicht der vierte. Ich bin ein bisschen dumm, weißt du, ich meine? So ein bisschen dumm, so dumm. Einfach ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nächstes Level. Lass eine Blume wachsen. Wahrscheinlich muss ich die Wolken drücken, ganz fest doll drücken, oder? Was ist das denn? Lass eine Blume wachsen. Was? Was habe ich denn da für ein Ei gerade ausgegraben zwischen den Wolken? Na, egal. Wie viele Äpfel sind das? Was ist das für eine Frage, gell? Wenn du so einen Menschen so fragst, wie viele Äpfel sind es? Drei. Aber hier stimmt wieder irgendwas nicht. Einer von denen... Aha! 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 Oh! Und ah ja! Aha! Aha, okay. Das heißt also sogar unter dem Apfel haben sie noch einen Apfel versteckt. Hä? Ist hier noch irgendwo ein Apfel? Ist ein Apfel vielleicht hinter mir? Ist hinter mir irgendwo ein Apfel? Diese Spiele, das ist... Die wollen mich immer rankriegen, aber die kriegen mich nicht. Sieben sind es, Kollege. Sieben. Sieben. Ihr kriegt mich nicht so einfach. Ich bin schon geschult. Ich weiß, wie diese Spiele funktionieren. So. Wähle den größten Schneemann aus. Aha. Wollen die jetzt wieder mit mir so ein bisschen Späßchen machen? Kein Problem. Aha, okay. Die kann man also übereinander legen. Das ist der kleinere. Irgendwas muss hinter denen sein. Ha? So, warte mal. Der hier ist größer als... Oha! Aha! Die kann man also kombinieren. Und dadurch hat man den größten. Der ist der größte. Die muss man nämlich immer kombinieren. Es ist ein Schneeriese. Ja, 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 ja. Überqueren den Fluss. Okay. Einfach... Oh, 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 oh! Das ist ja eine Brücke. Oh, keine Brücke. Brücke. Wow. Wow, dieses Rätsel. Genial. Das war überhaupt nicht genial. In keinster Weise war das ein... Was ist das? Oh, wir werden da eine Brücke hinmachen. Das ist ja voll witzig. Nein. Einfach nein. So. In welchem Glas ist das meiste Wasser?
Na, eigentlich dort, wo die Büroklammer ist. Aber daher, dass die Karotte ebenfalls Wasser beinhaltet, wird sie das Wasser ausgleichen und sorgt dafür, dass mehr Wasser drin ist. Nein, da die Büroklammer. Was? Okay. Aha! Aha! Aha, wir können die Sachen rausziehen. Und dann ist auf B am meisten Wasser drin. Aha! Das ist also so funktioniert das. Immer irgendwas ziehen, immer irgendwas mit dem Finger machen. So, wisst ihr, wie ich meine? Rate, welche Karte das ist. Wie soll ich denn erraten, welche Karte das ist? Woher soll ich das wissen? Wie kann man das logisch herausfinden, ne? Wie kann man logisch herausfinden, ne, welche Karte dieser Typ hat? Soll ich ihm in sein Gesicht gucken? Was soll ich da erkennen? Kann ich die Karte umdrehen? Ah, ich kann ihn bewegen. Nach rechts. Oh, und ich kann ihn spiegelverkehrt machen. Oh mein Gott, aber ich hatte die richtige Karte sogar ausgewählt. Ja! Einfach, ich musste einfach, hä? Ich musste den Mann einfach wegschieben. Zauberei. Nein, ich denke ja nicht. Nächstes Level. Wie viele Facetten hat diese Form? Das sind 7, also 14. Na! Facetten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achso, 7. Na! Aha! Aha! Es ist ein Diamant, den man drehen kann. Okay. Ich verstehe, also 13. Wir hätten den Diamanten erstmal drehen müssen. Weil die fragen mich nicht einfach, wie viele Facetten das hat, sondern ich muss erstmal herausfinden, was ich da überhaupt sehe. Neues Level wird hochgeladen. Ich muss Internet anstecken. Die haben das in dem Spiel so gemacht. Normalerweise mache ich immer so Internet aus einfach und dann bekomme ich keine Werbung. Das ist der beste Trick, okay? Den kennen auch alle. Aber dieses Spiel hat sich so gedacht, haha, du musst dir aber neue Level runterladen. Wenn ich mir die neuen Level runterladen möchte, naja, dann solltest du dir am liebsten das Internet wieder einschalten. Komm, schalte das Internet wieder ein. Jetzt pass auf, ich schalte es mal ein. Okay. So, nächstes Level. Okay, ich zieh wieder raus. Gut, ich habe das Internet wieder rausgezogen. Ich habe nur kurz reingemacht und dann direkt wieder rausgezogen. Aber Level runtergeladen. So, und trotzdem keine Werbung. Pro-Trick. Okay, was nimmst du mit, um einen Zombie-Apokalypse zu überleben? Also, ist da irgendwas in diesem Rucksack drin? Nein, Wasser. Essen. Die Axt. Das Seil. Ein Medipack. Ich würde alles mitnehmen. Kann ich da... Aha. Kann ich das hier in den Rucksack reinlegen? Ah, ich kann die ganzen Sachen in den Rucksack reinlegen. Natürlich! So, das ist das Rätsel. Und jetzt nehme ich alles mit. Bam. Einfach bam. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dankeschön. danke. Nächstes Level. Welches Objekt ist näher an uns dran? Ich denke mal, wenn wir... Welches Objekt ist näher an uns dran? Eigentlich der Mond, weil er ja zu mir zeigt. Hä? Das ist wieder so ein Späßchen, was die bestimmt machen, oder? An uns. Hä? Warte mal, ich habe das gar nicht verstanden. Okay, egal. Nächstes Level. Aber dumm, aber trotzdem Level geschafft. Egal. Finde Nummer 9. Nummer 9. Ihr müsst immer an den Ecken gucken. Die meisten Leute verstecken das immer an den Ecken. Warte mal. Das ist, bevor ich hier anfange zu suchen, ist es hier ein Späßchen? Ich kann hier mit der Maus so ein bisschen verrückt durchklicken. Und dann kann ich die Nummer 9 bestimmt so finden, indem ich einfach wie ein Verrückter hier einfach alles andrücke. Nee, hier ist gar keine Nummer 9 drin. Die machen einem das nicht so leicht. Das ist immer mit Späßchen verbunden. Die machen immer ein Späßchen da draus. Wo ist hier die... Die Nummer 9 ist oben im Titel. Die Nummer 9 ist oben im Titel. Natürlich ist sie im Titel. Finde die Nummer 9. Ach, egal. Naja, nächstes Level. Behebe die 3 Fehler des Fahrers. Also, der Fahrer hat diesen Spiegel falsch. Dann sitzt er am Telefon. Und was ist der 3. Fehler? Ah, er ist nicht angeschnallt. Aha. Herzlichen Glückwunsch. Sicherheit geht vor. Da hat das Spiel eine sehr gute Daseinsberechtigung. Das hat es sehr gut gemacht. Nicht Finger weg vom Handy beim Autofahren. So, weck ihn auf. Einfach aufs Handy drücken. Nein, ich drücke ihm auf seine Nase. Ich ziehe ihm diese Dingsbrille aus. Den Teddybär. Kissen wegziehen. Zack. Decke wegziehen. Auf Matratze drücken. Ihn schütteln. Ihn streicheln. Ihn ganz sanft ins Gesicht. Nein. Oh,
kann das Handy nehmen und ihm aufs Gesicht drauflegen. Ich gebe ihm das Handy in die Hand. Das Handy in die Hand nehmen. Das Handy ihm ans Ohr geben. Handy aufs Gesicht legen. Handy in die Hand geben. Handy hier hinlegen. Ihn telefonieren lassen. Ihm auf den Mund legen, das Handy. Das Handy an den Ellbogen legen. Das Handy hier unten rechts in die Ecke legen, obwohl das gar keinen Sinn ergibt. Was kann ich mit diesem Handy machen? Und das Kopfkissen legen. Ah, ich nehme ihm einfach alle Sachen weg, die ihm wichtig sind. Ah, yeah, yeah, yeah. Raus aus den Federn. Nächstes Level. Okay, in welcher Hand ist die Münze? Das muss eigentlich einfach die Hand wegziehen. Nein? Dann in der rechten. Ah, wie soll ich denn das machen? Ich glaube, ich muss beide gleichzeitig andrücken. Kann es sein? In welcher Hand ist die Münze? Ich glaube, ich kann die nicht beide gleichzeitig andrücken. Wie soll ich das machen? Tipp? Gib mir einen Tipp. Du kannst beide Hände aussehen. Ja, aber das Ding ist, ich bin zu dumm dazu, weil mein PC... Ich kann nicht mit meiner... Ich spiele mit einer Maus, weil ich dumm bin. Ich muss in den Einstellungen gucken. Wenn ich jetzt F1 drücke, dann öffne ich... Warte, ich muss da nochmal kurz drauf. Jetzt, wenn ich F1 drücke, öffne ich beide Hände, indem ich sozusagen zweimal drauf drücke. Ist bei mir ein bisschen kompliziert, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Meine werten Damen und Herren, so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und bleibt rätselig, meine Freunde. Oder so. Haut rein, Leute, und ciao!